Aufbruch in eine neue Generation. Viele neue Gesichter sind im Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen Portugal und ein neuer Kapitän. Der musste die Entscheidung auch erstmal sacken lassen, denn damit gerechnet hat er nicht. Alfred hat mich vorher praktisch nicht vorgewarnt, sondern hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt und das vor der ganzen Mannschaft gesagt, dass ich der neue Kapitän werden soll. Ich habe mich sehr gefreut, war aber auch überrascht und ja, freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und jetzt steht sein Handy natürlich nicht mehr still. Ja, es kamen tatsächlich viele Glückwünsche von alten Weggefährten. Im Handballsport lernt man dann oder spielt mit vielen Leuten zusammen, findet viele Freunde auch unterwegs und die melden sich und gratulieren auch ehemalige Nationalmannschaftsmitspieler, gratulieren und wünschen viel Erfolg und das tut einem natürlich gut, dass das auch anerkannt wird. 23 Jahre alt, 31 Länderspiele gespielt und damit einer der jüngsten Kapitäne im Welthandball. Ich finde, Alter hat im Sport nicht immer was zu sagen. Entweder man bringt seine Leistung oder nicht, entweder man ist Führungsspieler oder nicht. Ich finde, da ist Alter nicht entscheidend. Aber natürlich ist es, glaube ich, in so einer großen Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft natürlich ist, auch ungewöhnlich, dass man mit 23 Jahren knapp über 30 Länderspiele Kapitän. Alles neu beim DHB, denn es sind auch einige neue Gesichter mit dabei. Zum Beispiel Joel Bierlehm im Tor, Julian Köster auf halb links oder Lukas Zerbe auf rechts außen. Bundestrainer Alfred Gislason setzt bewusst auf die Zukunft, denn neben dem kurzfristigen Ziel EM 2022 steht hier auch die Europameisterschaft in Deutschland 2024 auf dem Plan. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Die Jungs, die neu dabei sind, kommen natürlich mit einer anderen Erwartung her, wollen sich zeigen. Das ist was anderes, als wenn das so ein alteingesessenes Team ist, in der jeder seine Rolle kennt. Jetzt muss ich natürlich alles neu finden. Man merkt, dass die neuen Spieler bereit sind, im Training alles zu investieren, auch wissbegierig sind und ihren Teil dazu beitragen wollen, dass wir erfolgreich sind. Gute Voraussetzungen also für eine positive Zukunft, egal lang- oder kurzfristig.